So, Chacha. Willst du mal ein bisschen an mir schnüffeln? Ich rieche gerade ein bisschen hier. Wenn ich mich schnell genug bewege, sieht es aus, als wenn ich furzen würde. Psch, psch, psch. Dampflok, genau. Apropos Dampflok. Frage für euch in die Kommentare. Eine E-Lok fährt von Norden nach Süden. Der Wind weht von Westen nach Osten. Ich weiß, weil euch das gerade alles spiegelverkehrt ist, mir egal. Ich drehe die Kamera wahrscheinlich gleich. Wartet mal kurz, dann passt das besser. An der Deckungssend, Lieberfair, Schnabel, schön, Kreicher, Nitro-Pilz, Machtsam, Dunkel-Fleck-Befehl. Jackie-Haut, Kreicher, Knochenhütze, oh, noch ein Kreicher. Ich habe nicht das Wort Zündstein gelesen. So, jetzt. Also, eine Lokomotive fährt von, ein E-Lok fährt von Norden nach Süden. Der Wind geht von Westen nach Osten. Jetzt die Frage. In welche Richtung zieht der Dampf der Lokomotive? Hi. Ja, überlegt mal und schreibt eure Antwort in die Kommentare. So. Das Schlimme ist, ich habe jetzt, egal ob Specki oder nicht, keinen Zündstein bekommen. Das ist das eigentliche Schlimme an der ganzen Sache hier. Rathalos, nein, Königsrüchter, hier müsste, genau. Hier müsste er theoretisch sein, aber hab ja keinen. Will ich das wirklich machen? Will ich euch jetzt wirklich 15.000 Rupekos antun? Für 3 Zündsteine? Hey, 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 ja, Freunde, ich war verschmieden. Es gibt sonst noch so viel Hammer. Also, wie sieht denn der aus? Der sieht so aus, und wenn ich die Waffen verbessern will... kann ich hier nicht. Hier, Vorschau. Nee, warte, der war das da, Vorschau. Okay, er sieht dezent anders aus. Weil man, theoretisch müsste man... Genau, Eisenhammer wird zur Kriegskeule, und Kriegskeule sieht so aus wie der Gurupeko-Federzünder. Hätte ich auch hier abgucken können, aber lassen wir es. Das heißt, wir nehmen uns jetzt mal den Knochenhammer. Yo, und schauen, wollen wir den verbessern können. Weil mit genügend hoher normaler Stärke kann man so einen Legiakus theoretisch auch knapp machen. Ja, Reno hast da seltsamer Schnabel. Und Lutrof. Okay, so jetzt in dem Thema. Kriegskeule wäre noch möglich. Hier eine Nebenwaffe. Nee. Und Wasser funktioniert sowieso nicht. Sisium dauert ein bisschen, Perlizid-Erz dauert ein bisschen, Machanit-Erz dauert noch ein bisschen länger. Jetzt hätte ich auch die Gurupekos gefarmt, also ernsthaft. Hä? Habe ich gerade geguckt? Oh, ich habe nicht ernsthaft jetzt gerade ein... Ach, egal. Fail hoch 3281. Knochenknüppel, den haben wir hier schon, ne? Nee, das ist der Kriegshammer. Okay, dann machen wir uns die Knochenknüppel. Anführerkamm. Na, das ist doch mal eine Ansage hier. Endlich mal eine Waffe, die ich mir auch irgendwie... Also ein Gegner, den ich gut machen kann. Ohne euch immer wieder dasselbe zeigen zu müssen. So, nehmen wir wieder unseren Chin. Ja, damit das einfach zu wenig grüne Schärfe hat, um irgendwas damit zu machen. Brauche ich nicht mehr irgendwelche Sachen für, theoretisch kann ich gleich losgehen. Es ist dann das schnellste. Hi. Hi. Ja, genau. Nicht Drachenlady. Anführer der Eismann. Genau so hieß die Quest. Auf geht's. Ja, ich weiß, ich könnte theoretisch auch einfach darauf gehen, jetzt die ganzen neuen Monster zu machen und für die zu farmen. Aber wenn mir halt eben mal so eine Frage gestellt wird, könntest du mal das Monster mit der Waffe machen, dann mache ich das auch früher oder später, aber dann müsst ihr halt das Farmen mit einplanen. Also auch an euch alle da draußen, die mir noch nicht sowas gestellt haben, ihr dürft mir gerne sowas stellen, kannst du mal das und das Monster mit der und der Waffe machen, ich schaff das nicht und ich kann nur die Waffe einsetzen, was weiß ich. Ja, aber bitte, bitte, macht diese Request nicht zu asozial. Bitte. Das ist so mein einziger Bitte. Also ich werde sie trotzdem zumindest probieren, auch wenn das sowas ist wie...
Mir fällt zum Glück gerade nichts ein. Werde ich probieren, keine Frage. Alles klärchen, Wunderbärchen. Aber naja. So. Anführerkampf zerstören. Auf geht's. Mein Gott, was für ein furchteinflößendes Geschrei. Ich habe schon fast Angst vor ihm. Genau. Ja, auf geht's. Schade. Okay, doch. Er ist wütend. Shit, wir sind zu stark. Und treffen zu sehr in den Kopf. Danke, Chacha. Voll geheilt. Hab ich, ja, den habe ich doch mit Hammer das erste Mal probiert, oder? Bei Betäuben und so. Dafür habe ich mir den Feuerhammer das erste Mal gefarmt gehabt. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Hat es überhaupt nichts mit irgendeinem Thema zu tun. Das ist einfach so, was mir gerade im Kopf rumspukt. Aber trotzdem, es ist so. Und jetzt machen wir den nochmal. Also für den haben wir den Hammer gefarmt. Und jetzt machen wir den, um uns anderen Hammer zu machen. Weil der Hammer, den wir für den gemacht haben, nicht gut genug ist, um Arthas Mutter damit zu machen. Das ist die Geschichte von Monster Hunter. Das war die falsche Richtung, ich weiß. Aber der Hunter wusste es halt eben nicht. Ja, komm, ich block jetzt nicht mehr. Wenn du da zufrieden bist. So. Verdammt. Chacha tanzt. Mal wieder wunderschön. Oh, das ist schön. Das war eine schöne Höhe. Willst du bitte dahin wieder zurückkommen? Ich halte mich mal ein bisschen zurück, weil wegen Anführerkampf und so. Die Quest nützt nichts, wenn wir den Kampf am Ende nicht bekommen. Chacha! Master of the Boss! Wunderbar! Das, dafür sind Chacha und Co. da. Dass die das Ding kaputt machen, wenn es um die Sache wirklich geht. So, Buggy Schuppe ist jetzt nicht das, was ich haben wollte. Oh, verdammt. Jetzt wäre mein Trank ganz gut. Ich habe vergessen, die Vorratsbox zu plündern. Ja, ist nur ein Großbuggy. Dann darf man das mal vergessen. Ne, warte. Da hätte es Farbbälle gegeben. Und Farbbälle brauche ich bald mal wieder. Egal, machen wir es eben ohne. Chacha ist wieder da, hab ich mal gehört. Gut. Komm, lass uns den töten und dann ist die Quest auch vorbei. Schneller als mit Hammer. Ganz dezent schneller. Ich weiß nicht, wer sich an die Quest noch erinnern kann. Wer die Folge überhaupt gesehen hat. Ich meine, wenn man so liest, Großbuggy. Bei dem Typen, das dauert auch eh wieder 5 Jahre. Hat's auch gedauert. Fällt gerade eigentlich halt auch. Hier noch Spitzhacken mitnehmen können zum Abbauen. Aber gut. Gibt so Sachen, die vergesse ich immer wieder aufs Neue. Und ich weiß, ich sollte mich heilen, aber ich bin gerade so auf dem Trip. Komm, wir töten die Monster einfach mal. Auch wenn die noch so wunderbar viel Leben haben. Sobald sie anfangen und tot sind, brauchst du keinen Trank mehr nehmen. Siehe Diablos. So, wo bin ich? Da nicht. Er hat diese Taktik ja auch so Wunder bewirkt. Buggy out, hey. Sehr schön. Chacha häutet mit aus. Das ist immer das Beste, weil manchmal kriegt er auch ganz geile Sachen. Hoffentlich. Oh Mann. Ich bin bissfest, ne? Ihr Soaren. Oder Soarisse. Gute Frage, was einfach die Mehrzahl ist. Na komm, treiben wir noch unsere Statistik ein bisschen in die Höhe. Im Sinne Buggies töten. Oder zumindest wegschleudern, weil es ja schon genügend Spaß macht. Und schon. Sei tot. Quest erfüllt. Und er ist tot. Ha. So, Lebenstraum abgeschlossen. Das Quest erfüllt ist schon ziemlich schräg. So, Klaue, Haut und Anführerkram. Sehr schön. Die Quest hat sich jetzt wiederum gelohnt, im Gegensatz zum Guru Peko vorhin. Mal sehen, was wir dann als nächstes brauchen. Es könnte ja sein, dass wir jetzt ein großes Monster farmen müssen, das wäre jetzt nicht ganz langweilig. Wie ein Guru Peko. Den wir ja noch nicht oft genug gemacht hatten. Ja. So. Shit.
Das Geld mal wieder. Was sollte denn sonst bitteschön Probleme machen, wenn nicht das Geld? So, meine Damen und Herren, wir haben noch kleine Goldfische. Die können erstmal weg. Dann gehen wir rüber zu den Monstersachen. Eine lebhafte Feder, bitteschön. Eine gute Beckofeder. Drei Bucky heute. Dann hier nochmal 6 Yagi heute. Das wären dann hier 14 Schuppen. Schärfenreißen nehmen halte ich noch. Ich glaube, die können wir für irgendwas gebrauchen, obwohl ich gerade nicht weiß, was. Dann 2 Hydro heute. Uns fehlen noch 2000. Ach, sehr schön hier, Gigi-Stachel. Braucht eh kein Schwein. Zumindest ich momentan nicht. Und das ist das Einzige, was zählt. Dann 3 Barioff-Pilze. Und... ah, wir haben genügend. Sehr schön. Dann können wir endlich sehen, was als nächstes für ein Monster uns beglücken wird. Apropos, da ich gerade die Laviakus-Platte wieder gesehen habe. Was brauchten wir denn für die Waffe hier? Lagiacrus Horn und Diabus Eiszahn. Shit. So, zum Thema, ich mache Diablos nie wieder. Was? Das ist das Höchste? Man kann die Knochenknüppel nicht weiter verbessern? Sehr schön, alles für die Katz, obwohl der hat schön viel Angriff. Ah, doch, der hat schon Angriff, ne? Er muss uns jetzt mal lassen, 780. Hat zwar keine Schärfe, aber Angriff ist nicht schlecht. Schauen wir mal nach den Dekorationen, ob wir hier eine Schärfe plus Juwel irgendwie hinkriegen. Bräuchte ich 10 von denen, glaube ich. Also Experten könnten wir theoretisch noch sonst andernfalls machen. Ninja. Nee, ansonsten sieht hier nichts gerade. Gegebenenfalls eine Vision. Ausweichen wäre noch ganz geil, aber da haben wir auch nur 1, das heißt, können wir auch nicht mit reinbringen. Hm. Ja, ich weiß, ich muss mal wieder schnauben, es tut mir leid, weil ich immer so krank bin im Let's Play. Gut, dann. Es wird zwar Ewigkeiten dauern, mit diesem Gebilde auf meinem Rücken. Ich kann es immer nicht fassen, dass man die Waffe nicht weiter verbessern kann. Oh shit, ich muss gleich niesen. Ah, so. Hammer, genau. Okay, das heißt, hier hätte ich einen anderen Weg gehen müssen, um dann zu diesen Gaiaps zu kommen. Aber egal. Da hätte uns nämlich auch irgendwas gefehlt und deswegen. Hi! Falsche Queststufe! Queststufe 3? Niemals. Ah, hier, Fürst der Meere. Nee, nicht fangen. Nein. Nieder mit dem Lagiacrus! Okay, das mache ich gleich. Vorher muss ich erstmal schnauben. Jetzt gehen wir noch den ganzen Tag auf den. Also, ganzen Let's Play auf den Senkel. Außerdem klingeln die Kloppen gerade. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, irgendwie treten mir jetzt das Auge. Ich weiß, ich kann einfach nicht normal sein. Das wäre ja zu viel verlangt. So, wir verstauen erstmal die ganzen Sachen, die wir hier so mitgebracht haben, die eigentlich komplett sinnlos sind, größtenteils. Und dann haben wir immer noch kein Honig, weil ich, Idiot, den natürlich nicht angepflanzt habe. Fallen haben wir auch noch nicht. Alter, wie schlecht bin ich vorbereitet? Das geht ja mal ja nicht. So, Gesundheitshorn könnte man theoretisch mitnehmen, aber vielleicht brauche ich es irgendwann mal dringender. Ja, damit habe ich ja eigentlich nichts. Ich habe nichts, das ist das Problem. Oh.
Ich kann mich gar nicht gut vorbereiten momentan. Weil ich einfach mal nichts hab zum Vorbereiten. So, Mats hat bezahlt. Drachenhaupt und... dann Königskäse. So, Mut kombinieren, Spezialist, Charisma, Heber, Poliala, Superzerleger, Riesenbruch, das geht gut. Ich werde nicht allzu viele Schläge auf den Kopf hinkriegen können, die Hörner will ich trotzdem kaputt machen. Perfekt, der Haare, Mané. So, da nieder mit dem Lagiacrus. Brust verletzen und eine Wivern-Träne mitbringen. Habe ich jetzt alles mit nichts, was irgendwie von nichts, was irgendwie hilfreich sein könnte. Ich warne euch schon mal vor. Es könnte sein, dass ich ganz dezent schon ein kleines bisschen anfangen werde zu ragen. Wenn dem so ist, dreht bitte die Lautstärke des Headsets runter. Ihr sollt ja nicht zwangsweise so einen Hörsturz kriegen. Ah, und ich bitte meine Nachbarn, das zu entschuldigen. Aber in der Jakobs mit Hammer, wer kommt auf diese Idee? Also er meinte, er wollte sehen, wie ich das mache. Der, dessen Namen ich vergessen habe. Und normalerweise, wenn du wirklich wissen willst, wie ich das mache, ja, mein Auge dreht immer noch. Danke, Spiel, für diese Untermalung. Wenn du wirklich wissen willst, wie ich einen Jakobs mit Hammer mache, gar nicht. Eigentlich immer noch am liebsten mit Armbrust, weil das war schön weit weg, da kann man zur Seite springen, dann zu der anderen Seite. Da gern, es trifft einen nicht und man steht so da. Irgendwas ist einfach tot. Easy. Aber nein, ich habe gesagt, ich will in diesem Let's Play so gut wie gar keine Armbrust benutzen. Wenn überhaupt, dann nicht. Und ja, daran halte ich mich jetzt auch erstmal. Denn das Spiel habe ich wirklich, zumindest die Story, komplett nur mit Armbrust abgeschlossen. Inklusive Endboss. Wo das schon ein ziemliches Spektakel war, das hinzukriegen. Nicht so wie in Unite, wo ich schon irgendwann durch angefangen habe, komm, nehmen wir doch mal so Doppelschwerter oder Schild und Schwert. Weil Schenker Owen einfach so komisch war. Ah, hinten ist er. Nee, hier bin ich meiner Linie treu geblieben. Was mir dann im Online ziemlich viel, ja, erstmal Spott eingefahren hat, als ich dann Jen Moran, also den Online-Boss-Gegner, mit Armbrust gemacht habe. Ich bin immer noch der Meinung, ich habe mit ziemlich viel Schaden gemacht. Also nicht zwangsweise den meisten, aber doch schon recht viel. Aber naja, gut. So, drehe ich bitte um. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich bin überrascht, ich wurde nicht einmal getroffen. Ich dachte, ich hätte jetzt schon die Hälfte meines Lebens. Danke, lange Jakobs. Verloren. Um den Satz mal noch zu beenden. Okay, volle Konzentration, solange wie noch nichts passiert ist. Ah, der ist böse. Aber er geht auf Chacha, da ist alles gut. Er macht... ah, ich dachte, jetzt kommt der Atem. Mein Freund. So nicht. Wie gesagt, also, habe ich noch nicht gesagt, aber... wie ihr wisst, ich habe noch nicht allzu häufig mit Nahkampfwaffen unter Wasser gespielt und mit Hammer noch nie. Ernsthaft, wirklich nie. Ihr seht hier mein First Try Gameplay, komplett blind. Also nicht First Try wie Monster Hunter Try, sondern wie erster Versuch. Und dazu auch noch mein erster Versuch mit Hammer gegen Lagiacrus. Eigentlich könnte ich gleich in den Titel blind reinschreiben, das würde es ziemlich gut treffen. Kommt die nächste Donnerwelle, weil einmal ja zu wenig ist. Wenn ich es schaffe, die Entfernung noch ordentlich einzuschätzen, bam, schon, dann bin ich cool.